Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir laufen jetzt zur Jägerloge, ne? Und holen wir mal irgendwie unsere Erfahrungspunkte ab, darf ich mal sagen. Hätte schwören können, dass der andere. Jetzt haben wir ja endlich mal einen richtigen Händler gefunden. Jetzt wissen wir zumindest, wo man auch die anderen Händler findet in der Stadt. Also es sind so einzelne Händler für diese Sets, ne? Aber ich glaube, so besonders wird es nicht. Ich glaube, was besonders wird es wahrscheinlich erst, wenn du wirklich alle hast, alle Figuren. Dann kann was Gutes dabei sein. Aber davor, glaube ich, so die erste Kiste von diesen Banuk-Figuren war jetzt nicht so geil. Gut, 500 Scherben, ja, aber sagen wir mal ehrlich, was interessieren mich noch Scherben? Ich habe jetzt 12.000, habe alle Outfits, zumindest bisher die wo es gibt, ne? Muss man schauen. So, also, hi. Dann schauen wir mal, was die von mir will. Da. Ein Denkmal für meinen Vater und Bruder und für alle, die im Sonnenring starben. Das hast du ermöglicht, Aloy. Danke. Bitte. Und? Wie ist das so als Sonnenhabicht? Tja, wie ein Sonnenaufgang nach einer langen Nacht. Ich schulde dir was. Du hast hier immer ein besonderes Zuhause, wenn du willst. Was passiert jetzt in der Loge? Als Sonnenhabicht sorge ich dafür, dass wir zukünftige Mitglieder nach Fähigkeiten auswählen, nicht nach Karja-Blut. Diese Loge wird mit dem überholten Regime nichts mehr zu tun haben. Sehr gut. Was war das für ein Gebet, das du vorhin gesprochen hast? Ich habe nicht alles gehört. O große Sonne, sprich mit dem Mond und lass die Toten in Frieden ruhen. Schütze sie mit der Rüstung glänzender Wärme. Gib ihnen Sonnenstrahlen als Speere und beleuchte ihnen den Pfad zu den Himmeln, jedem von ihnen. Habicht Gravit Khan Morsa. Habicht Siraf Khan Pir. Habicht Yusalin Khan Jageer. Habicht Kulasif Khan Sovali. Habicht Bratelin Khan Padish, geschätzter Bruder. Und Sonnenhabicht Talawat Khan Padish, geliebter Vater. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein. Alle Menschen, dem sie folgen. Aha. Tja, herzlichen Glückwunsch, Talana. Ich muss jetzt gehen. Danke, Aloy, obwohl du Nora bist. Die Beute sei immer dein. Hast du mich gerade verarscht? Okay, warte mal. Outfits, das ist einfach schon wieder sauber zu warm, Leute. Ne? So. Rutschlund, jetzt hat Erfahrungspunkte. 6.000, okay. Außergewöhnliche Belohnungskiste und ein Fähigkeitspunkt. Wir haben, glaube ich, schon wieder 5 Leute. Wir haben 5 weh. Wir haben jetzt fast alles ausgebaut. Gut, außer Krieger haben wir fast noch gar nichts. Sollte man irgendwann mal machen. Aber gerade im Moment komme ich nicht ganz gut klar. Lieber setze ich gerne die ganzen Fähigkeitspunkte auf einen Schlag, ey. Also. Schauen wir mal, was haben wir denn noch als Quests? Wir haben hier neben, besuche das Banuk-Lager. Erkundet den Schnitt, das ist natürlich das DLC. Hm? Grenzlos Scheuerfels. Ah, okay, das. Das Quest ist pausiert? Okay. Wo ist ein Scheuerfels? War das nicht auch irgendwo da oben? Weiß man jetzt halt nicht, gell? Schwierig, Digga, schwierig. Sonnenfurchenjagdgebiet. Kann auch das sein, ne? Was weiß ich, glaube ich, geh mal da hin. Wir können ja jetzt halt schnell reisen, weil wir ja nichts mehr verbrauchen. Ich mag jetzt mal wissen, ob das ist, weil ich mag natürlich so eine Quest schon gern machen. Muss ich ehrlich sein. So viel Zeit muss sein, ne? Das weiß, glaube ich, jeder. So viel Zeit, glaube ich, muss immer sein. Von dem her haben wir zwar wieder lange Ladezeiten, ja. Aber dafür können wir uns ein bisschen unterhalten. Ja, das ist immer ganz cool. Ich hoffe natürlich, euch gefällt es soweit, weil wenn ihr jetzt halt echt nur dabei seid, Leute. Wir sind jetzt, glaube ich, Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist jetzt Folge 47? Ich glaube, das ist Folge 47.
Schwierig. Ich glaube, ich hätte das nicht durchgehalten bisher. Also so lang. Weil ich hätte mir natürlich schon angeschaut, dann war ich irgendwann eingeschlafen, dann hätte ich nur mal die Folge angeschaut, dann war ich wieder irgendwann eingeschlafen und. Aber wer voll Bock auf das Game hat, wer auch Bock hat, so wie ich kommentiere, ich bin nicht der Beste, muss ich ehrlich sein, ich bin kein Profi, was das angeht, ich bin kein Gronkh, der wo auch immer genau weiß, was er sagen muss, ne, und seinen Spaß drin hat und hin und her, das bin ich einfach nicht, ne, werde ich auch nie sein. Aber mir macht es so ziemlich viel Spaß, wie ich das gerade mache. Eine Gabelung. Hier sollte sich Nassan einfinden. Da ist die Gabelung. Warum soll ich... Na gut, ich schaue jetzt mal dann auf, was das ist. Heilung. Nehmen wir mit. Die Frage ist natürlich jetzt auch, was brauche ich jetzt nur vom... Ja, da haben wir natürlich auch noch einiges jetzt, ne? Ach Gott, das kann man ja auch nochmal verbessern, oder? Ach, Munitionspakete. Ach, Alter. Okay, logisch. Ich kann es natürlich... Warte, da ist das schon... Ach, wie die Bomben, ne? Ja. Dass das einmal voll ist. Aber... Tragekapazität, das haben wir schon so weit ausgelastet. Das können wir nochmal. Begrüße den Kriegsbogenköcher. Ah, Kriegsbogen ist sozusagen ja dann... das mit den anderen. Ah, Truthahnhaut. Okay. Jetzt kommen wir da der ganzen Sache ein bisschen näher. Also im Grunde kommen da halt nur die ganzen Sachen dazu. Für was brauche ich denn dann eigentlich? Interessiert mich jetzt einmal. Für was brauche ich jetzt eigentlich? Sowas wie diese Blumen. Verderbnis Gusswurzel. So. Ich weiß, ich kann schon was herstellen. Wahrscheinlich Tränke, ne? So Widerstandstränke, wir sind da wahrscheinlich damit gemeint, oder? Ah, schau dir das an. Ah, Widerstandstränke. Die will ich nie hernehmen. Also warum sammelt ihr dann diese Blumen? Naja, gut. Was wir haben, haben wir, ne? Da ich mal so. Na gut. Oh. Hi. Oh, warte mal, das macht man anders. Ist da etwas über uns? Ups. lass mal schnell das Feuer ausgehen. Upsi. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall nur Truthahn, ne? Damit wir das noch weiter verbessern können. Ich schau mal nur mal ganz kurz. Hier, da braucht Truthahnhaut. Also das heißt, wir brauchen einen blauen Truthahn. Ja? Also sobald er gestorben ist, muss er blau leuchten. Dann ist meistens immer Haut dabei. Okay. Ja, geil, Leute. Hey, wir sind wir halt echt schon... Im Grunde sind wir schon im Endgame, was das Level angeht. So ziemlich, ne? Ziemlich. So, schauen wir mal. Was ist da oben? Wer seid ihr? Standhafte Wacht. Ei? Schauen wir mal, was wir da so finden. Plündert, was? Das haben. Hä? Halte dich bloß an die Regeln, Fremdling. Halt du dein Maul. mir gibt's doch nicht. Einfach nur ein Lagerfeuer. Mir ist doch nicht. Wow. Just wow. Okay. Wir haben da eine verdorbene Zone. Nein, ich darf jetzt schon einmal gern hier diese paar Kleinigkeiten da machen, ne? Das wäre schon ganz cool.
Da haben wir echt noch ganz, ganz viele Symbole, die wo wir noch einsacken können, sag ich mal. Okay. Also ich weiß, ich glaube, es gibt da gar nicht so viele Story-Missionen. Soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es ja, glaube ich, nur 14? Ich glaube, 14 Story-Missionen. Ja, also man kann schon relativ schnell mit dem Game fertig werden. Aber natürlich tut man sich halt auch im Verlauf dann ziemlich schwer, wenn man nur Story-Missionen macht. Aber ich find's eigentlich so, wie es da gerade ist, eigentlich ganz cool. Falkensitz. Ah, okay. Ich laufe jetzt da einfach mal weiter. Dann schauen wir mal, wo wir da noch rauskommen. Weil da ist ja auch noch was. Haben nämlich auch noch ein Feuer. Das darf ich schon nochmal gern einmal anzünden. So, Lagerfeuer entdeckt und natürlich einen... Ah, Wappenbrück ist das, okay. Ja, die muss dann nach oben eigentlich. So, das Feuer haben wir. Wappenbrück haben wir auch. Und dann würde ich sagen, weiter geht's zu dem Feuer. Da müssen wir aber wieder rauf. Also, wie gesagt, da hinten, da haben wir jetzt noch ganz, ganz viele Sachen, die wo ich gerne noch da erkunden möchte. Ja, auch hier. Ein Panorama, da nochmal Metallblume, da nochmal was. Ne? Hier. Es gibt da schon noch einiges. Und dann hätten wir halt da schon mal wenigstens mal ein Gebiet abgeklappert, sag ich mal. Ach ja. Aber es schaut schon cool aus, da diese ganzen verschiedenen Gegenden. Also... Wenn es dann nochmal so eine Wüste ist, dann Dschungel, dann Eis, dann ist es wieder eher so Grünflächen. Trampler. Die sind eigentlich auch nicht dramatisch, muss ich zugeben. Oh, noch Trudenhennen müssen wir noch Ausschau halten. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ah, pass auf. Truthähne, ne? Genau, den kennen wir ja schon. Bei dem waren wir ja, glaube ich, schon. Ja, da haben wir das Gebiet schon erkundet. Da müssen wir noch hin. Apropos, wenn wir da hin müssen, dann sollten wir uns unser anderes Outfit anlegen. Und zwar unser Verderbnis-Outfit. Ach so. Dass wir da gut geschützt sind. Der ist echt sauer. Ja, der macht nichts mehr. Was? Oh, da noch nicht. Haben wir's jetzt, hä? Haben wir's jetzt? Wer sich den Karja entgegenstellt, widersetzt sich dem Willen der Sonne. Da. Also, Verderbniszone, Leute, ne? Da müssten wir hin. Du, dann haben wir da leider nicht.
kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Also, verderbenes Gebiet, ne? Was haben wir denn da Schönes? Oh, kann interessant werden. Verdorbener Behemoth. Ah, komm her. Nicht gut. Das sind ein bisschen sehr viel verdorbene Maschinen. Bleib jetzt stehen. Was ist jetzt, hä? Zähe Brocken, muss ich schon sagen. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Geschlossen. Alter, hey. War jetzt gar nicht mehr so ohne. Dann können wir uns jetzt die Metallblume holen da hinten. Hin und wieder muss auch mal so eine Folge her, Leute. Das ist eh gleich Max-Level erreicht. Ach Gott, ey. Also, nicht wirklich Max-Level, vom Hauptspiel. Ja. Vom normalen Spiel ohne DLC hätte man jetzt so der Level-Cap von 50. Das DLC geht aber nur mal bis 60 rauf. Also, wir haben schon ein bisschen Luft nach oben. Sudala. Dann schauen wir mal, wo die Blume ist. Sorry, fettes Fleisch ist nie verkehrt. Frischer geht's nicht. Ja. Ruthorn, die braucht man. Ah, leider konnte man kein Blauer. Wir brauchen die Haut von dir. So. Blümchen, wo bist du? Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ja, wahrscheinlich. Oh.
Schon fertig. Warte mal nur an. Warte mal. Ja, gut. Alter, wie früh noch nur? Alter! Habt ihr es jetzt? Ja, habt ihr es? Alter, was haben sie denn jetzt? 1000 Viecher, ja, ist ja gut! Ja, was ist denn mit euch? Abgetrennt. Glaubst du es? Wahnsinn, hey. Also. Wie viele Viecher da heute einfach gewesen sind jetzt? Ja, was? Du hast mir jetzt gerade Feuer angenervt, dann kommst jetzt du auch noch drum, mein Freund. Musst dich gar nicht verpissen, ey. Jetzt bist du auch noch fällig. Ja, das war's für dich, mein Freund. Okay. Gut, die Blume haben wir. Dann müssen wir zu dieser Figur. Ist dann da hinten. Ja, wir brauchen jetzt dann wieder mal ein bisschen Heilung. Und vor allem, ja, und Stöcke sollten wir jetzt auch einmal langsam mal wieder ein bisschen suchen. Ja, so Zweige, wichtig. Ah, bloß noch 900. Und da ich eh nicht mehr so viel brauche, den ganzen Linsenzeug, habe ich da jetzt natürlich Platz für Stöcke. Also pass auf, das ist jetzt bloß ein Problem. Da müsste man nämlich irgendwie schauen, dass wir da rüberkommen, ne? Dann war es aber fast am besten, wenn wir wieder da hinreisen. Von da aus, glaube ich, kommen wir eher an diese Statue hier. Dann immer so behaupten. So. Da wird überbrückt. Go. So, also hier oben irgendwo, ne? Und dann schauen wir mal, ob wir klettern können. So, normalerweise wieder irgendwo Zeichen, ne? Siehst du, schau. Da können wir klettern. So. Oder? Können wir da klettern? Ah, da ist es zum Runterspringen. Da muss man irgendwo noch klettern können. Einmal dieses Klettern suchen, ne? Auf, da können wir dann so rübergehen.
Geh mal da rauf. Vielleicht bringt mir das irgendwas. Dann müssen wir wirklich von da aus nach hinten ich vielleicht klettern. Auf. Wahrscheinlich müssen wir von da hinten aus klettern. Sehen wir gleich. Und es zeigt da was an. Dann sind wir da auch noch falsch. Müssen wir nur mal eins weiter. Naja, gut. Ah, hier hoch, oder? Na, jetzt hat. Okay, ich glaube, hier stimmt's. Okay. Nicht gar nicht so leicht zum Finden, immer das Ganze. Ist immer nur so Nachhalt in diesem Canyon, wenn die mal irgendwie so ein bisschen stöhnt. Geht's hoch. Und hopp. Das ist krass. Das ist ein cooles kleines Detail, ne? Dass das so in diesem Canyon halt nachhalt. Ganz leicht her muss. Hat was. Ah. Was? Ich war doch schon oben. Eieieiei. Na gut, das ist nicht so gut gelaufen, ne? Na schon, Bahnhof-Figur müssen wir noch kriegen. Echt jetzt? Echt jetzt? Den ganzen Weg darf ich wieder laufen? Man möchte brechen. Also, pass auf, Figur hier. Zumindest weiß ich schon mal, wo ich rauf muss, ne? Lass ich dir jetzt erstmal einmal umrunden. Und immer schön leise. Beim Umrunden, ja genau. Immer schön leise beim Umrunden. Also ich komme nicht helfen, Leute. Aber manche von diesen Felsformationen haben ein bisschen was von einem Pimmel. Okay. Das geht ganz schön schnell. Ah, da ist das Ding. Also, komm, die Figur müssen wir noch holen, Leute. Jetzt schauen wir, dass wir bei dieser Slackline ein bisschen vorsichtiger sind. Zeitlupe macht alles dramatischer. Na. Und hoch. Und hoch. Also, Slackline, vorsichtig jetzt. So, jetzt sind wir drauf. Sehr schön. Also, ich kannte es nicht, da war es bei mir schon vorbei. Hopp. So. Und da ist die Figur. Nice. Sieht aus wie eine von diesen Banuk-Skulpturen. Ja, dann haben wir jetzt hier die zwei, oder die eine nur. Das heißt, zwei Figuren fehlen und dann hätten wir da ein ganzes Set sozusagen zusammen. Ne?
Also von diesen Figuren zumindest, ne? Alles klar, leid. Dann würde ich sagen, zur nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann werden wir da raufschauen so ein bisschen. Ja, da haben wir hier noch was. Da haben wir noch Blume, da haben wir noch ein Panorama, das haben wir noch. Dann werden wir da mal diese Gegend hier alles mal ein bisschen bereisen. Dann werden wir mal sehen, was uns da noch so erwartet. Ne? Von dem her wünsche ich euch was. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Habe die Ehre.